Die US-Armee verfügt über hochmoderne, computergesteuerte Präzisionswaffen, intelligente Raketen, Marschflugkörper und Hightech-Bomben. Auch eine umweltfreundliche Bombe will sie entwickeln. Sicher soll sie sein, keine Gifte hinterlassen und eine enorm starke Sprengleistung haben. Die US-Armee beauftragte den Chemieprofessor und Sprengstoffexperten Thomas Klapöttke aus München, den Explosivstoff für die Bombe von morgen zu entwickeln. Streng geheim. Das Ziel unserer Forschung ist die Synthese und Entwicklung neuer, leistungsfähigerer, sicherer und umweltverträglicherer energetischer Materialien. Die Stoffe in herkömmlichen Bomben sind hochgiftig, krebserregend und gefährden langfristig Menschen, Tiere und Umwelt. Klapöttkes Explosivstoff soll dagegen schadstoffarm und umweltverträglich sein, sicher für die Soldaten in der Handhabung, und er soll Kollateralschäden im Einsatz minimieren. Es wird einerseits sehr viel Munition eingesetzt zum Training, zur Ausbildung im eigenen Land oder auf Truppenübungsplätzen von befreundeten NATO-Staaten. Und da möchten wir natürlich nicht, dass durch nicht vollständigen Umsatz des Explosivstoffes, sagen wir 5% unseres Sprengstoffes, in die Umwelt gelangt. Diese Reststoffe verseuchen den Boden. Sie können die Mitarbeiter der Bundeswehr gefährden. Und die Säuberung kostet Millionen und ist extrem aufwendig. Am Lehrstuhl für Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München forscht Professor Klapöttke nach neuen Explosivstoffen. Das Geld dafür kommt hauptsächlich von der US-Armee. Den Rest schießen NATO und Bundeswehr zu. Klapöttke ist Experte für Azide. Das sind Verbindungen der Stickstoff-Wasserstoffsäure. Azide sind Verbindungen, die zufälligerweise explosiv sind. Und ich habe also sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet der Explosivstoffe in der sicheren Handhabung gesammelt. Er entdeckte, dass die Anreicherung mit Stickstoff eine hohe Leistung und weniger Giftstoffe produziert. 20 Doktoranden testen über 1000 verschiedene stickstoffreiche Sprengstoffe und entwickeln sie weiter. Bei der Bildung von dem sehr stabilen Stickstoffmolekül wird besonders viel Energie freigesetzt. Die genaue Sprengstoffformel muss streng geheim bleiben. Klapöttkes Forschung liefert schon jetzt reichlich Zündstoff für Diskussionen. Man kann sicherlich der Auffassung sein, dass man Pazifist ist und die Armee abschafft und auch solche Forschung nicht betreibt. Das ist ein Standpunkt, den ich durchaus akzeptiere. Meine Auffassung ist schon immer die gewesen, dass wenn man in einem freien, demokratisch legitimierten Staat eine Armee hat, dass man dann auch natürlich dafür arbeiten kann. Wenn ich mein Land verteidige, dann muss ich bessere Ausstattung haben als jeglicher erdenkliche Gegner. Begibt sich das Land mit dem besten Sprengstoff leichtfertiger in einen Krieg? Und wer bekommt diesen Sprengstoff? Die Philosophie stellt die Frage nach der Verantwortung. Stefan Sellmeier vom Kompetenzzentrum für Ethik fordert, Klapöttke muss Verantwortung übernehmen. Ich muss schon auch überlegen, für welche Armee und für welchen Staat ich Waffen produziere. Aus dieser Verantwortung kann ich mich nicht herausstehlen. Auch nicht, wenn ich sage, ich mache eigentlich nur Forschung. Ich bin kein Politiker, ich bin Wissenschaftler und ich werde nie die Entscheidung treffen, ob ein Flugkörper eingesetzt wird, um beispielsweise einen Diktator zu entfernen. Da kann man sich nicht einfach rausreden, dass man sagt, naja, man macht ja eigentlich nur die Forschung und stellt nur die Mittel zur Verfügung, die unmoralischen Handlungen machen dann die anderen. Kann ein Krieg moralisch richtig sein? Thomas Klapöttke ist überzeugt, dass er richtig handelt und seine Forschung notwendig ist, um die Folgen eines Krieges abzumildern. Dennoch, viele Fragen bleiben offen, über die nicht nur in Deutschland diskutiert werden muss.